Es geht weiter. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Heute machen wir als allererstes mit dem Fukien-Tee weiter, unserem Indoor-Bonsai, den wir uns gekauft haben, zuschicken lassen haben und seit einiger Zeit schon pflegen. Und es läuft richtig gut. Das letzte Mal haben wir gedüngt und heute werden wir ihn gießen. Nach circa 4 Tagen jetzt wieder. Er verbraucht relativ viel Wasser jetzt schon, also mehr als anfangs, als wir ihn bekommen haben. Er befindet sich allerdings auch im Wachstum. Und von daher braucht er logischerweise oder verbraucht das Wasser dementsprechend. Und das werden wir gemeinsam als allererstes jetzt gleich machen. Dann haben wir den Seemandelbaum-Sämling, den wir aus dem Samen heranziehen. Auch dort zeigt sich jetzt etwas. Heißt, heute müssen wir tatsächlich eingreifen. Ich habe versprochen, wenn es weitergeht, zeige ich euch das. Also werde ich euch das heute dementsprechend natürlicherweise auch zeigen. Ganz klarer Fall. Und noch so ein paar andere Sachen in der Anzucht, Bonsai, Indoor, was wir angegangen sind, so peu à peu jetzt, Stück für Stück. Ja, ich denke mal, das könnte auf jeden Fall im Laufe der Zeit sehr interessant werden, vor allen Dingen jetzt im Winter natürlicherweise, weil wir uns dann mit der Anzucht der Bonsai im Prinzip vom Samen oder vom Steckling bis zu einem Bonsai, in dem Sinne noch nicht diesen Winter, das dauert natürlich ein paar Jährchen, nicht wahr, aber jeder Anfang muss mal gemacht werden. Von daher werden wir heute das gemeinsam auch machen. Aber wie gesagt, als allererstes mal den Fukien-Tee, unserem Bonsai, der eigentlich sehr empfindlich ist. Wenn man weiß, wie man ihn pflegt, überhaupt gar nicht. Das läuft ganz einfach, wenn man weiß, wie es geht. Okay? So, fangen wir damit an. Achso, warte mal, ich mache erstmal das Licht an, weil ich muss noch einiges vorbereiten hier. Und von daher dürfen die Pflanzen erst noch ein bisschen Licht haben, solange bis es hier gleich weitergeht. Okay? Oh Mann, yeah. Das Beikraut, ja, es ist noch straff, aber es fängt jetzt langsam an, zu zeigen, dass Wasser gebraucht wird. So, hier haben wir unser Beikraut. Sehr interessant, also da bin ich mal gespannt, auf was das wird. Das ist nämlich fast mimosenhaft ähnlich. Ich versuche es gerade mal zu pusten. Ne, tut jetzt nichts. So ein bisschen konnte man es vielleicht sehen, ne? Also er klappt tatsächlich die Blätter ein. Also da bin ich mal gespannt drauf, was das hier tatsächlich wird. Alter Schwede. Ja, okay, ich würde sagen, dann fangen wir auch direkt an und gießen zunächst mal das Pflänzchen hier. Okay, dann fangen wir jetzt auch sofort an. Es gibt nämlich noch was Interessantes bei dem Fukien-Tee. Pass mal auf. Wir werden jetzt einfach mal hier hineinstellen zum Gießen, weil es einfacher ist. Dann hier drin dürfen wir plüttern. So. Vorsichtig angießen erstmal von oben, nicht dass es alles gleich seitlich runterläuft. Erstmal ein bisschen und dann gießen wir ihn gleich durchdringend richtig kräftig. Gießen, nicht düngen, heute düngen wir nicht. Heute gibt es reines Wasser, Osmosewasser aus der Umkehrosmoseanlage. Gießen von Kalkwasser, also Leitungswasser, muss dann bei diesen Bäumchen sehr vorsichtig sein. Ne? Also das ist nicht so gut in der Pflege. Von daher besser weiches Wasser verwenden. Man könnte auch reines Regenwasser benutzen, wenn es sauber ist. Ne? Ganz wichtig, denn Regenwasser ist nicht gleich Regenwasser. Von daher muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Das geht natürlich auch, ne? Wenn du das filtern kannst ordentlich und weißt, dass da nichts anderes drin ist. Wenn du weißt, wo das Regenwasser her ist, ist das okay. Ne? Geht auch. Aber Zimmertemperatur, ganz wichtig. Kein kaltes Wasser verwenden, denn die Wurzeln sind wirklich sehr empfindlich. Sie machen überwiegend feine Wurzeln. Und da muss man also tatsächlich aufpassen. Das ist also mit einer der größten Fehler, den man machen kann. A, ständig mit Kalkwasser gießen, also Leitungswasser. Es sei denn, du hast weiches Leitungswasser, gibt es ja auch. Soll es geben, bei uns gibt es das nicht. Dann geht das natürlich auch ganz klarer Fall. Ne? Aber ansonsten muss man da sehr vorsichtig sein. So, das Ganze ist jetzt schon richtig kräftig durchgelaufen. Ich gebe es noch ein bisschen hinterher. Bei der Verfahrensweise wird das Ganze auch ein bisschen durchgespült. Das haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen, dass das auch von Vorteil ist, dass die Bestandteile, die zu viel sind, dann auch mit rausgespült werden. Ne? So, dann kommen wir zur Stecklingsvermehrung. Es ist so gegeben, wir haben ja schon Stecklinge geschnitten, 2 hiervon. Die sind noch grün, richtig kräftig grün, aber nach wie vor also noch keine Wurzeln gebildet. Ne? Da warten wir einfach drauf, dass das noch irgendwann passiert. Jetzt ist es so, es waren ausgereifte Stecklinge, also schon verholzt. Scheint dementsprechend lange zu dauern. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht das denn aus mit frischen Stecklingen? Wir haben jetzt den Vorteil, dass sie schon herausgewachsen ist seit einiger Zeit hier. Und diese Triebe, die sind tatsächlich jetzt so weit, dass wir davon auch Stecklinge machen können. Das heißt also, wir können heute auch tatsächlich zum ersten Mal die Pflanze beschneiden. Und auch das werden wir gemeinsam jetzt mal machen. Um zu gucken, dann dementsprechend nicht zu gucken, sondern zu verfolgen, wie es dann mit dem Bäumchen weitergeht. Okay? Ja, mega hübsch. So, warte mal, kann ich ihn schon mal umstellen hier. Durchgelaufen ist das Wasser ja schon. Kommt dann wieder auf den Untersetzer drauf.
Und dann schauen wir jetzt mal, wie wir ihn das erste Mal schneiden. Okay. Dann kommen wir jetzt zum Rückschnitt. Hier müssen wir radikal schneiden. Und zwar ist das so, dass diese beiden Austriebe sehr stark sind. Das heißt also, man kann es hier, glaube ich, erkennen, von dieser Blattknospe hier, wo das Ganze im Prinzip herausgewachsen ist, bis zum ersten Blatt, da haben wir so ja, fast 3 cm. Und das ist einfach zu lang. Ne? Das ist gestaltungsmäßig dann später nicht der Vorteil, denn die Krone soll ja auch kompakt bleiben. Sicherlich herauswachsen mit der Zeit, aber kompakt. Ne? Und von daher ist das also nicht von Vorteil. Genauso wie hier kann man das auch sehr schön sehen. Also sehr lang herausgewachsen das Ganze am Anfang. Und das ist also nicht optimal im oberen Kronenbereich, da wir das Ganze halt hier klein halten sollten. Jeder kann das natürlich machen, wie er möchte, aber hier ist es halt so gegeben. Okay, also schneiden wir bis zu dem Blatt zurück. Einen kleinen Stummel lassen wir dran stehen, damit uns die Knospe, die dort sind, oder die Knospen, die dort sind, nicht eintrocknen. Nachschneiden können wir dann zu späteren Zeitpunkt. Das brauchen wir jetzt nicht machen. Das machen wir also grundsätzlich auch beim Rückschnitt, ne? Immer Stummel stehen lassen, nachschneiden kann man dann später. So, der Vorteil ist, wir haben jetzt zwei Stecklinge, junge Stecklinge, die wir dann zur Anzucht nehmen können. Und man sieht hier im oberen Bereich aus der Krone wächst noch ein Trieb heraus. Der wächst jetzt momentan noch verhalten und kompakt. Das soll auch so bleiben. Jetzt bin ich gerade nur überlegen, ob wir den auch schon zurücknehmen, damit er kein Längenwachstum mehr macht. Er soll ja auch nicht groß wachsen, er soll ja klein bleiben. Weißt du was? Das machen wir jetzt auch. Und zwar, das muss ich erst aber ein bisschen näher ranholen, damit ich das besser verdeutlichen kann. So, dann schaue ich jetzt mal aus der Ferne hier. Pass mal auf, ich hänge gerade direkt am Mikro, ich rede ein bisschen leiser. Hier sehen wir jetzt den oberen Austrieb. Die dunklen Blätter hier, das sind die ausgereiften Blätter vom letzten Wuchs. Das Blatt ist noch etwas heller hier. Das ist also im Prinzip der Anfang des Ursprungs im Prinzip. Hier ist ein kleines Blatt, hier ist ein etwas größeres Blatt schon. Und das Ganze würde jetzt, wenn es weiter wächst, herauswächst, Längenwachstum machen, würde sich also strecken. Und das möchten wir verhindern. Und darum werden wir jetzt auf das erste Blatt zurückschneiden. Im Prinzip, wo das erste Längenwachstum ist, das kann man jetzt nicht erkennen von der Seite wahrscheinlich. Hier im unteren Bereich, also hier ist das erste kleine Blatt, hier ist das zweite Blatt. Und darüber schneiden wir das Ganze jetzt ab. Ganz einfach, um das Längenwachstum zu drosseln, zu verhindern in dem Sinne. Das heißt also, die Pflanze muss sich jetzt konzentrieren, hier wieder neue Knospen auszubilden beim Rückschnitt, den wir gemacht haben, also unter dem Rückschnitt dann dementsprechend. Und dann können wir das Ganze voraussichtlich kompakt halten. Ne? Also das kann man dann auch regelmäßig machen, sicherlich auch mal herauswachsen lassen. Bei uns war es ja so gewesen, wir müssen erstmal beobachten, inwieweit das Ganze sich entwickelt. Ne? Und von daher war das jetzt schon mal ganz interessant zu sehen, wie das Wachstum tatsächlich gegeben ist bei dem Fukien-Tee. Und wir haben natürlich auch den Vorteil, was auch gewollt war, dass wir uns Stecklinge davon heranziehen können. Also krautige Stecklinge dieses Mal und keine verholzten Stecklinge. Um auch zu gucken, was dann tatsächlich im Laufe der Zeit besser funktioniert. Okay. So, es kann weitergehen. Wir werden jetzt Stecklinge machen. Im Prinzip haben wir sie schon gemacht. So, wir stellen jetzt Steinbohrwürfel rein, machen dort ein Loch hinein in die Mitte, was eigentlich schon drin ist, aber ich bohre das so ein bisschen nach, ne, damit die Stecklinge einfacher dort hineingehen. So, dann nehmen wir uns einen Steckling von den zwei, den habe ich erstmal hier mit beigestellt. Jetzt natürlich die Frage, Rückschnitt, ja, nein, vielleicht. Weißt du, was wir machen dieses Mal? Wir machen ja keinen Rückschnitt, sondern wenn das Ganze, Moment, Schere, kurz nachschneiden hier unten. Wir lassen aber auch hier ein kleines Stück Stiel dran, denn wir haben schon in der Wasserbewässerung gesehen, Wasserbewurzelung gesehen, dass es von Vorteil sein kann, denn hier unten bilden sich oft Lentizellen unterhalb der eigentlichen Blätter, ne? Interessanterweise. Das ist, ne, ob das dann jetzt hier in dem Sinn auch so gegeben ist. So, die Blätter schneiden wir jetzt erstmal zurück. Kleine Zupfen ab hier noch. Ja, da können wir dran lassen, mal ein bisschen nachschneiden. Jetzt habe ich nämlich geknickt. So gequetscht beziehungsweise so, den stellen wir jetzt einfach hier hinein und gießen das jetzt sofort an, hätten wir vorher machen können. Mit reinem Wasser, ganz wichtig, kein Leitungswasser verwenden, ansonsten klappt das nicht. Jetzt schwimmt er natürlich. War vielleicht ein bisschen viel Wasser jetzt. Ich bin nämlich gerade ein bisschen in, ach mein Gott, kommt so raus. Jetzt habe ich da noch ein Blatt mit drin. Das soll da nicht drin sein. Ja, so kann es gehen, ne? Pass mal auf. Ich gebe mal ein bisschen wieder raus hier. So, kommt das Blatt da mit rein. Fummel ich das gleich da wieder raus. Ne? Also, der Steinbohrwürfel kann komplett im Wasser stehen, aber überfluten sollten wir das Ganze dann doch nicht. Das ist nicht so unbedingt das Beste. Ne? Okay, nehmen wir auch den zweiten noch. Machen wir diesmal erst das Wasser rein. Beides ist möglich. Wenn man schnell arbeiten kann, spielt es eigentlich keine Rolle. Ne? So,
Diesmal ein bisschen langsamer. Okay, hier ist jetzt komplett geflutet. Stecken wir das Loch mal eben ein bisschen nach hier. Und dann nehmen wir den zweiten Steckling. Und auch den werden wir nicht zurückschneiden. Ich gucke gerade mal, wie das jetzt im unteren Bereich aussieht. Hier haben wir noch den Blütenstiel dran. Den schneide ich noch zurück. Und den Rest können wir hier so lassen. Ne? Den stecken wir jetzt direkt so rein. Ja, dann lasse ich mich mal überraschen, ob das dann jetzt so tatsächlich besser funktioniert. Ich meine, er bekommt ja ausreichend Wasser. Von daher sollte es eigentlich gehen, auch ohne Rückschnitt. Das müssen wir einfach beobachten. Sollte sich zeigen, dass die Triebspitzen anfangen braun zu werden oder dergleichen, werde ich handeln und werde das Ganze zurückschneiden. Okay? Ansonsten lassen wir das erstmal so und beobachten das Ganze. Ob es dann jetzt mit krautigen Stecklingen besser funktioniert als mit verholzten Stecklingen, so wie wir es hier hatten. Also Wurzelbildung ist noch nicht zu sehen. Ich hole ihn jetzt auch nicht unbedingt raus. Wir lassen einfach stehen, bis ich dort etwas zeige. Ich meine, die sind knackig frisch, schön grün. Von daher ist das soweit okay. Mal sehen. Vielleicht dauert es einfach nur etwas länger, weil das wissen wir nicht. Wir müssen es beobachten erstmal. Ne? Okay, ich denke mal, das könnte auf jeden Fall sehr interessant werden für die Zukunft. So. Ja, dann haben wir das soweit vorbereitet. Gedüngt wurden sie noch nicht. Das ist, muss ich auch mal eben Wasser nachfüllen bei dem. Das ist nämlich auch schon fast wieder komplett verbraucht. Wenn unten eine Pfütze drin steht, ist okay, aber dann gießen wir tatsächlich wieder nach, dass der Steinrüffel komplett im Wasser steht. Dann sind sie auch für lange Zeit versorgt. Man braucht sich gar nicht großartig drum kümmern. Das ist natürlich das Coolste bei der ganzen Sache. Mega cool. Okay, so, ich glaube, dann haben wir jetzt vom Fukien-Tee auch alles erstmal durch. Gemessen habe ich vorhin 130 Mikrosiemens im durchgelaufenen Wasser. Das heißt, rein theoretisch können wir nächstes Mal schon wieder düngen. Aber das machen wir dann nächstes Mal gemeinsam. Okay? Erstmal die Pflanze weiter beobachten, damit wir sehen können, wie sie sich entwickelt und wir nicht unbedingt einen Fehler machen. Ne? Von daher immer schön langsam rantasten an die ganze Sache. Bisher sieht es also sehr gut aus. Ne? Wir sind auf einem sehr guten Wege. Gut, die Wurzeln sind empfindlich, das wissen wir. Und da muss man halt ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Okay? So, mal sehen, was wir dann jetzt uns gleich anschauen nach meiner Pause. Kommen wir zum nächsten Teil. Nein, nicht Hokuspokus, die Anzucht der Bonsai. Wir haben ja schon einige etwas größere, die sind allerdings hier in der Selbstbewässerung. Und wie funktioniert das Ganze dann dementsprechend im Normalfall, also in der Schale? Wir ziehen sie auch hier in der Schale direkt heran. Ist relativ einfach, auch mit diesem mineralischen Substrat. Es zeigt sich aber, ich hatte es vor kurzem schon mal erwähnt, in der Tatsache der Düngung, der Wassergabe, dass man da vorsichtig sein muss. In der Regel macht man so einmal gießen, zweimal gießen, dritte Mal düngen, ne? Gießen, gießen, düngen, in der Regel. Jetzt ist so gegeben, umso kleiner eine Pflanze ist, umso größer das Gefäß, du kannst ja denken, es ist ein kleines Gefäß, ist ja nicht so schlimm, wenn ihr denkst, weil das Verhältnis Pflanze zur Schale zum Substrat, Substratoberfläche ist hier so gegeben, dass bei diesen beiden Varianten, bei diesen Exoten, einmal bei dem Sternfruchtbäumchen und einmal bei der, ach, was war das denn jetzt, Tamarinde, war das jetzt Tamarinde? Muss ich gleich nochmal nachsehen. Manchmal sind die Namen auch einfach weg, ist so. Ist es so gegeben, dass die Pflanzen relativ klein sind, schwachwüchsig, bilden auch wenig Wurzeln aus. Das heißt also, beim Gießverfahren mit Dünger wird mehr Wasser verdampft durch die Wasseroberfläche als von der Pflanze selber aufgenommen. Das heißt, beim nächsten Gießverfahren ist es dann aber soweit okay. Ne? Dünger ist immer noch ausreichend drin, auch beim dritten Mal, voraussichtlich auch beim vierten und fünften Mal, weil die Salze kaum verbraucht werden. Sie bleiben also im Substrat erhalten. Bei jedem Gießverfahren dementsprechend löst sich das wieder mit und dann wird das wieder von der Pflanze mit aufgenommen. Und wenn man hier jetzt beispielsweise jedes dritte Mal düngen würde, könnte es auch sein, dass das in der Verfahrensweise im Intervall vielleicht beim vierten, fünften oder sechsten Mal dementsprechend, also ne, gießen, gießen, düngen, gießen, gießen, düngen, gießen, gießen, düngen, beim sechsten Mal in dem Sinne, das Ganze schon in eine Überkonzentration umkippt in dem Sinne. Das heißt, also Nährstoffe, die man zuführt bei vielleicht 400 Mikrosiemens, dass die dann mittlerweile dann schon bei 1000 oder 1500 angekommen sind und die Pflanze dann tatsächlich auch sterben kann. Wie kann man das, ich sag's mal so, verhindern? Ne? Zum einen natürlich, indem man es weiß, dass man dementsprechend weniger düngt, die Pflanzen beobachtet und dann die Intervalle halt vergrößert, also jedes fünfte Mal vielleicht düngt, ne? Gießen, 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 düngen, gießen, 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 düngen, ne? In der Richtung. Oder aber man sich nicht ganz sicher ist, dann spült man das Ganze einfach einmal komplett mit reinem Wasser durch, ne? Richtig durchspülen das Ganze und beim nächsten Mal kannst du dann tatsächlich auch wieder düngen, wenn du dir nicht ganz sicher bist. Ne? Das ist also die sicherste Variante in dem Sinne. Und wenn man es lernt, im Laufe der Zeit, wenn man es auch nachmessen kann, das Ganze mitverfolgen kann, in dem Sinne ist es natürlich wesentlich einfacher, als wenn man jetzt tatsächlich das Pi mal Daumen immer macht oder 0815 in dem Sinne. Also da muss man schon darauf achten. Bei der Variante hier, bei unseren Mini-Chilis ist es so gegeben,
Die sind relativ starkwüchsig, obwohl es Mini-Chilis sind, aber die wachsen halt wie Chili schneller als die Exoten in dem Sinne. Ne? Und von daher ist die Gefahr hier nicht ganz so groß. Und vor allem bei den Chilis können wir es auch sehen, wenn sie Überversorgung haben, dann bilden sie so weiße Pusteln auf den Blättern. Und dann wissen wir schon, oh ja, sie sind auf jeden Fall gut versorgt. Also warten wir dann damit beim nächsten Mal mit dem Düngen, dann zwei, dreimal dementsprechend mehr nur mit Wasser gießen. Man kann das Ganze halt auch beobachten. Wenn man den richtigen Dünger verwendet, dann bleiben die Pflanzen auch grün tatsächlich. Ne? So, meine Güte, ich hoffe, ich habe es jetzt noch einigermaßen rübergebracht. Ist nämlich nicht ganz einfach zu erklären, ehrlicherweise. Ich meine, ich selber weiß es, aber das zu erzählen ist immer so eine ganz andere Sache. Ne? Und von daher werden wir auf jeden Fall heute mal diese beiden Varianten durchspülen. Bei der Variante nicht, weil sie ja vom Verhältnis her Pflanze, Substrat dementsprechend schon größer sind, vertragen auch mehr Nährstoffe, da ist das nicht ganz so tragisch. Aber bei dem Exoten, da muss man doch ein bisschen aufpassen. Von daher mache ich das jetzt mal kurz, spüle das einmal durch und das nächste Mal werden sie alle gedüngt, also alle drei im Prinzip. Ne? Dieses Mal hat er auch nur Wasser bekommen oder bekommt heute nochmal Wasser dementsprechend und dann beim nächsten Mal in voraussichtlich drei Tagen wird das Ganze dann nochmal gedüngt. So, aber auch ganz verhalten bei den Exoten, bei 300 bis 500 Mikrosiemens vollkommen ausreichend. Bei den Chilis, da können es ruhig 1000 Mikrosiemens sein. Ne? Aber auch hier dann dementsprechend nur jedes dritte Mal düngen, vielleicht auch nur jedes vierte Mal. Das muss man halt auch ein bisschen beobachten. An den Pflanzen selber kann man das tatsächlich auch erkennen. Bei den Chilis natürlich wesentlich einfacher als bei den Exoten, weil die Exoten langsam wachsen und einem das auch sehr langsam zeigen. Wenn sie erstmal braune Blattspitzen bekommen, dann kann es tatsächlich schon sein, dass sie zu viel Nährstoffe bekommen haben. Okay, man kann aber schnell reagieren in dem Substrat, kräftig durchspülen das Ganze, dann wartet es einfach ein paar Tage bis nächstes Mal dementsprechend gegossen wird und dann wieder mit Nährstoffen. Dann sind sie auch wieder versorgt für eine gewisse Zeit. Das muss man so ein bisschen, wir lernen das ja hier gemeinsam, wir verfolgen das. Deswegen zeige ich das also auch immer wieder, auch wenn der eine oder andere sagt, ach schon wieder. Es ist nun mal so, so lernt man am besten, wenn ich wirklich alles zeige, was ich mache und auch immer wieder mal erkläre. Und von daher bin ich da auch selber auf der sicheren Seite, weil ich das Ganze auch selber wesentlich besser beobachte. Weil ich es euch ja zeigen möchte. Okay, so, dann spüle ich das mal justus durch. Und dann schauen wir gleich, was wir dann noch machen heute. Da müssen wir mal gucken, ne? Ich habe jetzt auch gar keinen Zeitplan gerade. So, hier sehen wir die hübschen drei. Einmal den Mini-Chili-Ball, der wunderschön am Wachsen ist. Ne? Herrliches Grün. Blütenknospen entwickeln sich. Ja, auf die ersten Blüten bin ich mal gespannt. So, wir sehen, der Untersetzer ist trocken. Wir können also heute tatsächlich wieder gießen. Wir gießen so weit, dass der Untersetzer voll steht. Jetzt habe ich gerade ein kleines Problem. Ich hoffe, das gelingt mir jetzt so. Wenn nicht, ist auch egal. Es kann ja ruhig überlaufen. Wir haben ja den Untersetzer drunter stehen. Ne? So lange, bis der Untersetzer wieder schön voll ist. Und dann ist das für zwei, drei Tage ausreichend. Also die verbrauchen schon recht viel Wasser. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ne? So, ich schiebe ihn jetzt mal vorsichtig an die Seite hier. Und eigentlich müsste ich ihn ganz rausnehmen. Warte mal. Weil die anderen beiden, die möchte ich jetzt hier drin spülen. Ich nehme ihn einfach mal. Stelle ihn vorsichtig an die Seite. Tada. Wunderbar. Okay, so, dann kommen wir jetzt zu den Schätzchen. Auch hier müssten wir gießen. Auch hier sind die Untersetzer trocken mittlerweile schon wieder. Ne? Und das werden wir jetzt machen. Wir werden allerdings hier dieses Mal durchspülen. Wir sehen, die Pflanze ist kräftig, ein schönes Grün entwickelt. Ne? Aber wenn man sich jetzt nicht sicher ist, muss ich jetzt nächstes Mal wieder düngen oder nicht? Wie viele Salze sind denn noch drin oder nicht? Ne? Ist wirklich die einfachste Variante. Ist also tatsächlich so. Das Ganze kräftig durchspülen. Ganz, ganz wichtig. Ne? Gegebenenfalls auch einen etwas kleineren Untersetzer stellen, so dass das Ganze im Wasser drin steht. Aber so geht es also tatsächlich. Ne? Na toll, jetzt habe ich den anderen mit nass gemacht. Kräftig durchspülen das Ganze und so holen wir die Salze hier heraus und können uns sicher sein, beim nächsten Mal wieder gießen und düngen in einem Rutsch zu können. Da kannst du mal jetzt hier, auch hier ist der Untersetzer trocken, wie wir sehen. Hätte jetzt auch gegossen werden müssen, von daher werden wir auch hier bei der Averoa Carambola das Ganze einmal kräftig durchspülen. Keine Bange, wenn die auch jetzt mal eine Woche, na, drei, vier Tage, je nachdem wie lange es jetzt dauert, keine Nährstoffe bekommen oder nicht viele, das schadet den Pflanzen nicht. Das schadet den Pflanzen eher, wenn sie zu viele Salze im Substrat haben. Das müssen wir wirklich berücksichtigen. Das ist ganz wichtig. So, kräftig durchgespült im Klartext. Das nächste Mal, voraussichtlich in vier Tagen, wird das Ganze gegossen und dann dementsprechend gleichzeitig gedüngt. Das klappt also wunderbar. Dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite, gerade bei solch empfindlichen Pflanzen. Das ist tatsächlich so. Wer das schon mal ausprobiert hat, solche Pflanzen heranzuziehen,
wird das ein oder andere Mal vielleicht gescheitert sein, weiß gar nicht warum. Es ist tatsächlich so, die Salze reichern sich im Substrat an mit der Zeit, weil sie ja nicht weglaufen können. Hier, jetzt gegeben, können sie weglaufen, ne? Im Untersetzer natürlich nicht, okay, weiß Bescheid. So, also Klartext, in etwa, nächste Mal, wenn gegossen wird, können wir tatsächlich düngen, ne? Dann sind wir auf der sicheren Seite. Tja, so kann es gehen. Schon wieder zu Ende. Das heißt also, es wird bald weitergehen. Weiß Bescheid. So, nochmal ganz kurz erwähnt. Wir haben das jetzt gerade gemacht, das mit dem Durchspülen, weil wir nicht wussten, wie viel Salze drin sind. Ne? In Anführungsstrichen. Nur um es demonstrativ zu zeigen. Aus einem ganz einfachen Grund, weil wir hier gießen und düngen im Untersetzer. Also nicht durchlaufen, wie wir es beim Fukien-Tee gemacht haben, der hier vorne unter dem Licht steht. Der wird hier gegossen und auch gedüngt, je nachdem, was wir machen. Durchlaufend. Ne? Wasser, was zu viel ist, läuft weg, wird dann auf den Untersetzer wieder draufgestellt. Hier haben wir es in der Verfahrensweise bisher so gehabt, dass wir also das im Untersetzer gemacht haben. Gegossen im Untersetzer, also mit dem Untersetzer, ne? Solange bis er voll war. Und auch wenn wir gedüngt haben, dementsprechend bis der Untersetzer voll war. Und da ist es natürlich doch ratsam, das Ganze ab und zu mal durchzuspülen. Es sei denn, man macht es gleich von vornherein so, wie wir es bei Fukien-Tee gemacht haben. Also beim Gießen auch durchlaufen lassen und beim Düngen dementsprechend genau das gleiche durchlaufen lassen und dann erst wieder auf den Untersetzer stellen. Ne? Aber der Vorteil ist hier bei der kleinen Verfahrensweise mit dem Untersetzer, dass wir also für etwas mehr Raum, Zeitraum in dem Sinne die Pflanze versorgt haben. Ne? Denn wenn sie nur gegossen, durchgespült wird in dem Sinne und dann auf den Untersetzer, ist natürlich nur das Erdreich, das Substrat feucht und das Wasser wird natürlich relativ schnell verbraucht. Wenn im Untersetzer jetzt auch noch ein bisschen was drin stehen lässt, dann reicht das für etwas länger. Ne? Das ist so, von der Handhabung her muss jeder gucken, was für ihn natürlich praktikabel ist, logischerweise. Ne? Aber ansonsten, wie gesagt, wenn man nicht durchlaufen lässt beim Gießen und Düngen, dann tatsächlich ab und zu mal die Pflanzen, also nicht die Pflanzen, sondern das Substrat kräftig durchspülen und dann bist du auf der sicheren Seite und kannst dementsprechend wieder normal verfahren, wie du es bisher auch gemacht hast. Ne? Also wenn du bisher immer nur in Untersetzer gegossen hast, würde ich dir empfehlen, auch bei anderen Pflanzen einmal kräftig durchspülen das Ganze und beim nächsten Mal dann dementsprechend das Ganze wieder aufzudüngen. Aber auch da natürlicherweise verhalten, je nachdem, was man für Pflanzen hat. Starkzehrer, stark, Schwachzehrer, Schwachdüngen, logischerweise. So, wenn es gefallen hat, weiß Bescheid. Winke, winke, bis ganz bald. Ja, und der Seemandelbaumsamen, er läuft nicht weg. Wenn er jetzt noch einen Tag liegen bleibt, ist nicht so schlimm, dann machen wir es halt beim nächsten Mal. So, ja, es ist also Indoor-Bonsai eine richtig coole Sache. Was da alles möglich ist, vor allem wenn man die Praxis mitbekommt. Ne? Nicht nur diese Theorie nachlesen und erzählen, sondern auch sieht, was passiert. Ne? Selbst wenn mir meine Pflanze hops geht, wirst du es ja miterleben. Ne? Und dann können wir auch sehen, vielleicht, woran es dann gelegen hat. Ne? Aber der Mini-Chili-Wald hier, das ist schon eine richtig coole Sache. Tja, das macht also richtig Freude. Allerdings ist er sehr starkwüchsig. Also er wird richtig gut versorgt hier drin oder wurde versorgt hier drin dementsprechend. Ne? Aber ist schon cool. Macht richtig Spaß. Und das heißt im Klartext, wir können auch bald mal eine Neuaussaat machen, was Neues starten. Ne? Um mal zu gucken, was wir noch so machen können im Indoor-Bereich mit den Bonsai, den Zimmerbonsai. Okay, bis dann. Ciao, ciao.